zu verlagern. Oder kann ich bis dahin diesen vollkommen Straßenabgestattung gleich wissen, was die Modelle erzählen? Also, das Lieder des Grundrad-50 bewegt sich genauso wie der Original. Ein paar Daten zu den Modellen, das ist gewählt, gibt es nicht als Vorlage, das heißt, es ist komplett in Handarbeit reingebaut. Jedes einzelne Teil ist in Handarbeit gebaut worden, es gibt es nicht als Bausatz. In einer Höhe von 6 Metern mit Ausleger bis an den. Was wir sehen, wie ist das sagen, mit Ausleger dran, eine Höhe von bis zu 6 Meter hat er. Im Original kann er bis zu 178 Meter Höhe verlängern. Das sind 53er von Libra. Bauzeit war 1100 Stunden, also ja, das waren 3 Jahre. Und es gibt einen Modellsatz dazu, das heißt, es ist ein komplett selber gebaut. Jedes einzelne Teil gedreht, gefräst, alles original selber gebaut. Bei diesen Modellen gehen auch Schienen. Und unser. So, meine lieben Gäste, jetzt wird es langsam losgehen hier. Ich bitte die Feuerwehren dazu, die Straße abzusperren. Ich habe schon den Tag an der Form Bescheid gesagt. Er macht das natürlich, er kennt sein Modell, er macht das übrigens auch im normalen Leben, er ist Kranfahrer. Was der Originale gar nicht schaffen könnte. Er hat eine Tonne zu viel Last. Aber es sieht geglückt aus. Und jetzt ist noch die große Frage, wird es die Lok schaffen, die 3,5 Kilo das Modul wegzutransportieren? Denn hier sehen wir eine wunderschöne Zusammenarbeit zwischen Modellbautrackern, zwischen Kranfahrern. Ja, sie schafft es, ne? Das war noch die Aufnahme mit dazu auf die Achse halten, aber wir haben noch einen Anhänger mit Metallachsen gefunden. Und gesteuert wird die Lok übrigens gerade jetzt mit per Handy, das kann man so ein bisschen oberhand. Das heißt, jede Lok, die hier fährt, wird eins noch mal. Ja, ich habe das Ganze und Sie haben es gesehen, also wir haben es geschafft. Für das nächste Jahr planen wir noch mal was ganz Besonderes hier. Da können Sie noch mal gespannt drauf sein, aber.
Ihnen